Ich begrüße euch zum zweiten Teil des Tutorials Mehrkörpersysteme. Stehen geblieben sind wir bei der Unterscheidung zwischen dem Massenmittelpunkt und dem geometrischen Schwerpunkt. Bei dieser Wippe hier sind die Teilmassen jeweils links und rechts vom Körperschwerpunkt gleich schwer. Dieser Körper wird als homogen bezeichnet. Zerlegt man das längliche Rechteck also in 8 gleich große Teile, so würde jedes dieser Teile dieselbe Masse aufweisen, denn die Dichte der Teilmassen ist gleich. Es gibt den Unterschied zwischen Massenmittelpunkt und geometrischen Schwerpunkt. Sagen wir mal, das Dreieck hier ist ein Stein. Bei einem Stein ist die Dichte überall gleich groß. Die Rede ist von einem homogenen Körper. Bei Menschen kann man nicht behaupten, dass die Dichteverteilung eines jeden Körpersegments gleich ist. Ein Tennisspieler, welcher Rechtshänder ist, hat eine ausgeprägtere rechte Seite. Es kann durchaus sein, dass der Körperschwerpunkt bei ihm etwas weiter nach rechts verlagert ist. Der geometrische Schwerpunkt jedoch bleibt immer derselbe, weil hier die geometrischen Maße eines Körpers ausschlaggebend sind. Bei einem homogenen Körper ist der Massenmittelpunkt gleich dem geometrischen Schwerpunkt. Und bei einem inhomogenen Körper ist dies nicht der Fall, aufgrund der unregelmäßigen Dichteverteilung. Wie lässt sich nun so ein Körperschwerpunkt berechnen? Man verbindet die kleinere 5 Kilo schwere Kugel mit der etwas schwereren 10 Kilo Kugel. Die beiden Kugeln bilden nun einen Körper. Und natürlich ist uns allen klar, dass der Schwerpunkt nicht in der Mitte der Linie liegen kann. Den Körperschwerpunkt ermitteln wir mittels folgendem mathematischen Ausdruck. Groß M ist die Summe aller Massen, in unserem Fall 15. Und dann wird noch jede Einzelmasse mit ihrem Abstandsvektor multipliziert. Hört sich kompliziert an? Dann gehen wir das Ganze mal geometrisch durch. Der y-Wert für beide Kugeln beträgt 5 und der x-Wert für Kugel 1, die 5 Kilo wiegt, beträgt auch 5. Und für die zweite 10 Kilo Kugel beträgt der x-Wert 10. Die x-Werte haben nichts mit der Masse der einzelnen Kugeln zu tun. Es ist lediglich Zufall, dass beide Werte identisch sind. Weiter geht's mit der Ermittlung eines Abstandsvektors. Wie bekommen wir den denn heraus? Leichter als gedacht. Oben der x-Wert, unten der y-Wert. Und wir erhalten für Kugel 1 die Werte 5, 5 und für Kugel 2 die Werte 10, 5. Was können wir damit jetzt Interessantes machen? Ganz einfach. Einfach nur einsetzen. Wir haben alles, was wir brauchen. Für die Gesamtmasse groß M setzen wir den Wert 15 ein. Für die Einzelmassen klein m setzen wir einmal den Wert 5 und einmal den Wert 10 ein. Und für r einmal den Abstandsvektor r1 und einmal den Abstandsvektor r2. Wir übernehmen mal diesen Ausdruck in die nächste Folie und setzen die vorhandenen Werte weiter in die Formel ein. In den Klammern multiplizieren wir ein Skalar, sprich die Zahl 5 mit dem Vektor 5, 5. Und heraus kommt der Vektor 25, 25. Was kommt dann wohl beim zweiten Vektor raus? Ah, richtig, 150. Die beiden Vektoren addieren wir miteinander und erhalten 125, 75. Natürlich teilen wir den x- und y-Wert des Vektors durch die Gesamtmasse 15 und erhalten einen resultierenden Vektor mit dem x-Wert 8, Periode 3 und mit dem y-Wert 5. Diesen Wert merken wir uns und gehen mal eine Folie zurück. Der resultierende Vektor hat einen x-Wert von 8,3. Den tragen wir jetzt mal kurz ein und fertig ist unsere Berechnung des Körperschwerpunktes. Wir sehen, die Pfeilspitze zeigt näher zur rechten 10-Kilo-Kugel als zur leichteren 5-Kilo-Kugel. In den vorigen Abschnitten haben wir uns mit den Segmenten des menschlichen Körpers beschäftigt. Ein Mehrkörpersystem meint nun ein System von Einzelkörpern, welche durch Gelenke gekoppelt sind. Bei der weiteren Auseinandersetzung mit Mehrkörpersystemen spielen die Begrifflichkeiten geschlossene und offene kinematische Kette eine wesentliche Rolle. Von einer kinematischen Kette spricht man, wenn es sich um eine Verbindung von mehreren starren Körpern handelt, die mit Gelenken miteinander verbunden sind. Offen ist die Kette dabei, wenn das letzte Körperteil frei im Raum beweglich ist. Geschlossen, wenn die Verbindung der Einzelkörper einen geschlossenen Kreis ergibt. Dabei kann der Kreis auch mit Hilfe des Bodens geschlossen werden. Anschließend werden noch die zwei Schwerpunktsätze vorgestellt. Der erste Satz besagt, dass in einem abgeschlossenen System, das heißt, es wirken keine äußeren Kräfte, die Lage des Körperschwerpunktes im Raum nicht verändert werden kann. Die Grafik veranschaulicht, dass selbst das Anhocken der Beine die Position des Körperschwerpunktes nicht ändert. Egal wie man die Körperteile bei einem vertikalen Sprung ausrichtet, man wird in jedem Fall hochspringen und wieder runterfallen. Die Bahn des Körperschwerpunktes bleibt unverändert. Der zweite Schwerpunktsatz beschäftigt sich mit dem nicht abgeschlossenen System, das heißt, es wirken äußere Kräfte. Dieser besagt, dass alle Kräfte am Körperschwerpunkt angreifen, zum Beispiel die Bodenreaktionskraft oder die Gewichtskraft.
Stellt euch das einfach folgendermaßen vor: Der Schwerpunkt eines Systems bewegt sich so, als ob die Gesamtmasse in ihm vereinigt wäre und alle äußeren Kräfte an ihm angreifen. Ja, und mit diesen zwei Schwerpunktsätzen verabschiede ich mich von euch. Wir sehen uns.